Tja, meine Damen und Herren, Football-Fans, und gleich ist es soweit. Der Jubel, der soeben aus dem Oval des riesigen Stadions aufbrauste, galt dem Einlauf der Mannschaften. Bei aller Lockerheit spürt man doch die Spannung, gegen die auch diese harten Burschen nicht gefeit sind. Nun ja, ab jetzt sind alle Vorschusslorbeeren nichts mehr wert. Dieses Spiel wird entscheiden, wer wirklich der Gruppenbeste ist. Und nun, meine Damen und Herren, aus dem Kolosseum in Los Angeles, die Nationalhymne. Mach mal ein bisschen hin. Ich habe diesen albernen Fruchtsaft schon vor 20 Minuten bestellt. Naja, wie soll ich sonst zu mir kommen, Mann? Na gut, ey Larry, ihr könnt mir noch ein paar Taschenflaschen dazulegen. Ja, für die Reise, klar. Zurück, Sanders, Nummer 11. Wer steht frei? Riley auf der 35. Ruf! Ist nicht der wie immer so wieder Sanders, zieht zurück. Weites Wurfspiel. Immer wieder ist der Ball in der Luft. Aber da springt er weg ins Aus, weit über die Schlusslinie. Das gibt eine Unterbrechung. Jawohl, da ist sie schon, auf der 2-Yard-Linie. Hallo? Hallo Eric, hier ist nochmal Paul. Was denn nun wieder? Hast du Angst? Ich hätte mich wieder hingehauen. Nein, es tut mir leid, Kleiner, ich war vorhin wohl ein bisschen grob. Ich rufe nur an, ob ich dich nicht abholen soll. Es ist doch Quatsch, mit zwei Autos zum Flugplatz zu fahren. Wieder Hörs wünschen. Was treibst du eigentlich? Spielst du neuerdings im Sturm mit? Ich habe den Lautsprecher an hier in der Kabine. Ist wohl ein bisschen zu laut. Ja.
Wie machen sich meine Gladiatoren denn? Sie haben keine Chance. Ist dein Kopf endlich klar? Er brummt noch. Ich bin draußen am Swimmingpool. Dann spring besser noch mal rein. Würden dich noch 20 Runden zufriedenstellen? Ich komme mit, habe ich gesagt, oder? Also lass mich gefälligst in Ruhe. Hol mich hier um 5:30 ab, verstanden? Ja, gegen einen Billy Murphy muss man eben etwas früher auf. Ich habe nur eine einzige Frage.